Du kannst mit einer deutschen Mädchen einschlafen. Du kannst sogar mit einer deutschen Mädchen aufwachen. Aber du darfst sie niemals, niemals, niemals schwängern. Klein Ibo hat die Lektion anscheinend nicht so richtig kapiert. Denn gut 20 Jahre später... Ha, ich bin schwanger. Das war mein Keks. Du wirst Vater, wow. Ich werde Vater? Willst du es? Willst du es? Da sind wir schon mittendrin in Kebab Connection. Sprung zurück ins wahre Leben. Nach Köln. Heimat von Dennis Moschito. In letzter Zeit gut im Geschäft. In Filmen wie Verschwende deine Jugend und Supersex hat er seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Aber hier in Köln-Ehrenfeld ist der Sohn türkisch-italienischer Eltern ganz er selbst. Ehrenfeld ist einfach ein sehr buntes Viertel, sehr lebendig. Hier leben sehr viele junge Leute, viele Künstler, sehr viele Türken und Ausländer insgesamt. Und hier gibt es wunderbare Restaurants, ganz tolle Gemüsehändler. Und viele, viele Dönerbuden. Da haben wir ihn hingeschleppt. Die Fleischtaschen sind nicht wirklich sein Geschmack. Aber was tut man nicht alles, um seinen Film zu promoten? Kebab Connection, den Titel seines neuesten Streifens, findet er gut gewählt, weil... Die Dönerbude ist einfach ein wichtiger Bestandteil, also zwischen Deutschen und Türken. Also das ist einfach so die erste mögliche Schnittstelle, die es da gibt. Eine weitere Schnittstelle ist vielleicht Kebab Connection. King of Kebab macht mich so sexy. Die Story. Ich will den ersten deutschen Kung-Fu-Film machen, alles klar? Ibo macht einen Kung-Fu-Werbespot für die Dönerbude seines Onkels. Über Nacht wird er so zum heimlichen Star und als neuer Steven Spielberg gefeiert. Er ist ein Genie und mein Neffe! Die Schwangerschaft seiner Freundin Tizi bringt sein Leben dann aber gehörig durcheinander. Was soll ich tun, Meister? Was sag ich dir seit Geburt von dir? Hä? Mach einen Taxischein. Möbel! Und auch Tizis Mutter ist nicht gerade erfreut. Hast du schon mal einen Türken gesehen, der einen Kinderwagen schiebt? Ibo jedenfalls versucht's. Auch wenn dabei eine Menge schief geht. Flankiert von Filmfreundin Nora Tschirner. Ist das nicht toll? Sibel Kikile als schlagkräftige Italienerin. Güven Küreç als Ibos Vater. Und Newcomer Fahri Ogün Yardım als griechischer Kiffer. Scheiße. Entspinnt sich so eine Komödie, die Klischees, brachiale Gags und die rosarote Vision einer Multikulti-Idylle nicht scheut. Aber das dürfte man Kebab Connection verzeihen. Die chaotisch-turbulente Mixtur trägt. Türken, Deutsche und Griechen, Kung-Fu, Kebab und ein Baby. Und die Frage aller Fragen, kriegen sie sich nun oder nicht? Die Antwort darauf ab nächsten Donnerstag im Kino.